einen Satz, der mir immer mal wieder ins Gedächtnis kommt. Der heißt: Ein Sklave schweigt, wenn ein Freier spricht. Da ist was Wahres dran. Denn viele Menschen leben in ihren eigenen negativen, festgelegten Gedanken, in ihren Vernünfteleien, in ihrem Denken, was immer so destruktiv ist, in Süchten. Und die meisten denken, da komme ich nie raus. Sie sind versklavt in ihren Gedanken und in ihren Ansichten und in dem, was sie überhaupt in den Situationen ihres Lebens bewerten. Versklavt. Sie treten nicht heraus aus dem, was so im Täglichen immer wieder kommt. Aber ich habe festgestellt, dass es eine Möglichkeit gibt, herauszutreten. Nämlich den Menschen zuzuhören, die frei geworden sind. Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Umgib dich mit Menschen, die Vision und Glauben haben. Vision für Gottes Ziele und Glauben an einen großen Gott, der Großes in ihrem Leben und in deinem Leben tun möchte. Gott will viel, viel, viel mehr für dich tun, als du im Moment denkst. Du musst nicht in dem bleiben, wo du bist, sondern du kannst heraustreten. Umgib dich mit Menschen, die dich ermutigen, herauszutreten, die Feuer Gottes in ihrem Leben haben. Lies Biografien, hör Zeugnissen von Menschen zu, die etwas mit Gott erlebt haben, wo sie Dinge überwunden haben, wo sie herausgetreten sind aus Sklaverei. Und du wirst merken, dass es dich weiterbringt. Ich habe mal gehört, dass jemand sagte, ein Holzscheit, ein brennendes Holzscheit wird nicht lange brennend bleiben, wenn es alleine ist. Aber wenn mehrere Holzscheite zusammenkommen, dann wird ein loderndes Feuer daraus. Du sollst ein Teil eines lodernden Feuers sein. Du sollst nicht als einzelnes Holzscheit irgendwo liegen und verbrennen, sondern du sollst mit dem, was du mit Gott erlebst, wo du frei geworden bist von Sklaverei, du sollst ein Segen sein für andere. Du sollst das Feuer Gottes weitertragen in deinem Leben. Und ich weiß, dass Gott einfach in diesem Bereich viel, viel, viel mehr für dich hat. Und du sollst heute heraustreten, um das zu empfangen. Gott hat mehr für dich.